ist nirgendwohin, alter Mann. Dreifach verwebt, titanbeschichtet, gepanzert, nicht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießen muss. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es je getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. An mir kommst du nicht vorbei! Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein verpanzer Batman aufhalten? Was ist los, Bats? Hast du das Auto vergessen? Schlüssel verloren? Gib mir die... Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier in den Tunneln. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Ich weiß, wo sie ist, Alfred. Er kommt nicht davon. Fire!
Panzerwagen ist zerstört. Ich wiederhole, der Panzerwagen ist zerstört. Sofortiger Rückzug für alle Begleiteinheiten. Der Fahrer ist nicht der Arkham Knight, aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Wie fühlt sich das an, den falschen Mann zu jagen? Wo ist der Arkham Knight? Du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orgen? Ha, eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen! Er ist unterwegs zum kleinen Mann, dem Pinguin. Er hat die Unterschlüpfe für den Angriff bereitgestellt. Der Knight ist zu ihm, will ihn bezahlen. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Halt! Bitte! Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso? Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über Ihren Panzerhandschuh gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich. Wie Sie wünschen. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. So was habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeig mir, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Der Waffengenerator Mark III ermöglicht es dem Benutzer, Sekundärwaffen zu überladen und ihr Offensivpotenzial somit zu verbessern. Batmobil gesichtet! Grand Avenue! Rattler zerstört! Kannst. Direkt
Ich habe mir, wie gewünscht, North Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson sie schon einige Zeit im Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird sie auf einem Dach am Runnela Fährhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit? Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert, falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Keine Sorge, der kriegt uns nicht! Als Fledermaus verkleidet man sich doch nur, wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobblepot ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Mit den Sabotagegeschossen des Unter... Sicher kann ich ihre Waffen deaktivieren. Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Die Waffen sind bezahlt. Warum so misstrauisch? Magst du keine Gratiswaffen? Du siehst aus wie der Mörder meines Bruders. Und du siehst aus wie der Typ, der mein... Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Siehst du? Eine große, glückliche Familie. Also, wir sind ja jetzt Kumpels. Wie ist es denn so, für Dan zu arbeiten? Als ob ich dir das sage. Was hast du für ein Problem? Wir arbeiten doch alle für die... Die Waffenkiste ist sabotiert. Ich sollte die Waffen anvisieren, die sie bereits halten. Pinguin uns angeheuert hat. Er bot uns eine riesige... Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Er nimmt, was ihm zusteht. Und dann diese Flasche. Hast du sie mal von nahem gesehen? Nein. Was ist überhaupt passiert? Irgend so ein Typ hat sie... Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Nie gesehen. Oh Mann. Dem Messner gefällt es. Es ist Messner. Ich bin nicht. Nach
Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Ich sollte den Laster lieber markieren, bevor ich die Männer darin aufschrecke. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Was hast du vergessen? Nein, 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 es ist Batman! Hauen wir ab von... Raffinesse funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendepot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv, solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Was zum Teufel machst du da? Willst du uns umbringen? Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zu Cobblepot. Was soll ich sonst machen? Fahr weiter. Vielleicht lässt er sich abschütteln. Zurückfahren. Hat Pinguin nicht behauptet, das wäre einfach? Niemand hat was von Batman gesagt. Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet. Geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Vergiss Batman, der ist überbewertet. Konnte nicht mal mit unserer Schrottkarre mithalten. Ist euch jemand gefolgt? Batman hat's versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Arsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Behalt euch lieber. Sie haben mich direkt zu Pinguins Waffendepot geführt. Das Rolltor ist verschlossen. Ich muss einen anderen Eingang finden. Das Dach ist schwer gesichert. Das ist die Schwachstelle. Warum hocken wir hier oben, während der Boss das Treffen abhält? Er will sicher, dass wir das hier verteidigen. Vor wem? Batman! Mehr Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaube diesmal mit dem Bündnis nicht. Naja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow. Der jagt mir eine Heidenangst ein. Ja, ich hab gehört, er hat irgendwas mit seinem Gesicht angestellt. Ziemlich fies. Mein Plan ist, so weit weg von Scarecrow zu bleiben wie möglich. Das würde ich dir auch raten. Was hat er mit seinem Gesicht angestellt? Wer? Scarecrow, verdammt nochmal! Hörst du mir überhaupt zu? Doch, tue ich. Sorry, hab nur nachgedacht. Wie ich aus dieser verdammten Stadt komme. Gotham. Die beschissenste. Ist das? Ich hab's doch gesagt! Granate! Da ist er! Ist mein Kopf! Der Bereich ist sicher. Zeit, Cobblepot zu besuchen.
Komm schon, tu irgendwas! Was ist mit der Fledermaus? Batman? Sorge dich nicht um Batman. Den gibt's schon bald nicht mehr. Ja, er ist weg. Er ist ein Nichts. Ich hab's doch gesagt. Er konnte nicht mal mit dem Beinen im schrottigen Trakt mithalten. Er wird übersetzt. Das wird großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Ach, komm schon. Ihr wisst das Ganze. Und es bricht mir wirklich das Herz. Habt ihr mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus zu erledigen? Ich weiß, es war schwierig. Aber seht es doch mal so. Wir sind verdammt reich. Ja. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hat er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Sie wollten zu einem Kerl namens Simon Stack. Dem gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Art. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht. Wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach ihn kalt. Wir schießen, Batman. 5. Lass ihn los. 4. Wir machen nicht kalt, ist uns egal. 3. Lass ihn los. Sofort. 2. Deine Zeit läuft gleich ab. 1. Das wird dir auch nicht helfen. Scarecrow wird dich brechen. Du bist erledigt, Batman. Haltet ihn fest, Jungs. Ich hab meinen Schwinger perfektioniert. Seht zu und lernt. Wird seine Rübe direkt von dem... Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Tötet ihn! Ich versuche dir nicht die Show zu stehlen. Was machen wir jetzt? Er hat ihn ganz schön zugerichtet. Wir sind fertig! Nicht auf die Straße gelangen. Das Depot muss zerstört werden. Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht doch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Ernsthaft? Nimmst du... das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. Hast du deinen mickrigen Verstand verloren, Bats?
Drück ab und du tötest uns beide! Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Drück ab und du erwischt uns beide. Normalerweise würde ich gutes Geld für so etwas zahlen, aber wir haben wirklich keine Zeit. Na, was sagt man dazu? Das alte Team ist wieder vereint. Bitte! Was tust du, Bats? Komm schon! Sperr mich nicht ein! Ich mach, was du willst! Soll ich Wäsche waschen? Mache ich! Alfred, kein Problem. Ha, mit dem würde ich nicht tauschen. Du solltest zu den Luftschiffen. Ich erledige das hier. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stagg heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh, warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ja, ich schaff das schon, obwohl es schon ein Weilchen her ist. Bin vielleicht ein bisschen eingerostet. Feuer frei! Schießt alles nieder! Los! Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Haben wir ihn? Ich weiß nicht. Glaube schon. Fitz raus! Find die Leiche! Nein! Du gehst! Aber ich sie doch getroffen habe! Oh, war mein Fehler. Das warst bestimmt du. Du bist immerhin der Scharfschütze. Ich bin eher der Agent. Seit wann? Seit gerade eben. Also, warten wir einfach? Warten, was passiert? Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Hier regnet ständig und es stinkt. Persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises, ein auf fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Staggs Luftschiff.
Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Batmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir.